Moin, jetzt bin ich auf dem Weg zur Laguna 69, bin mal mit dem Sammelbus hier hochgefahren. Das artet hier aber auch langsam ein Abzocker aus. Letztes Jahr war der Preis noch 10 Solis für den Eintritt, jetzt sind es 30. Da wo Touristen sind, ziehen die auch ab. Wenn ihr glaubt, hier ist was gemacht an dem Weg, vergiss es. Schilder haben sie hingestellt. Naja, mal gucken, Stunde werde ich bestimmt noch brauchen, bis ich da oben bin. Aber soll schön sein. Die Berge haben weiße Mützen auf, da hinten sieht man das schon da oben. Da. So recht frisch hier. So 8 Grad, 10 Grad, wenn überhaupt. Dann werde ich mal da hochtrampeln. So, die Hälfte der Strecke ist geschafft. Hier ist ein schöner Wasserfall. Jetzt geht es hier hoch. Hier unten ist auch noch ein Wasserfall. Und es sind noch keine Touristen in Sicht. Vor mir war noch einer. Der ist so losgerannt wie ein Irre. Weil er ein Leistungssportler war. Weil hier in 4000 Meter, fast 4000 Meter, ist das Latschen auch nicht so einfach. Also ist genauso schwer wie Fahrradfahren. So, ich trampel mal weiter. So, das ist sie jetzt, die Lagune 69. Ich habe wieder Farbe reingekippt. Jetzt für 2,5 Stunden, bis ich hier oben war. Absolut cool. So, und jetzt geht's wieder runter von der Laguna 69. Aber ganz schön nett. Aber die Leute sind, die mir entgegenkommen hier, die sind alle genauso fix und fertig wie ich. Jetzt bin ich in Huaraz, gestern hierher getrampelt. Vorne ist gleich das Guesthaus. 5,50 Euro. Mit einem kleinen Frühstück, mit Brot und Fruchtsalat. Jetzt gehe ich erstmal in die Stadt einkaufen. Ich brauche ein neues Zelt. Ich brauche Socken. Und hier gibt es Gaskartuschen. Und zwar massenhaft. An jeder Ecke, hat er mir erzählt. Das ist normal hier, weil hier ein Haufen Trecker und Bergsteiger rumtouren. Da werde ich jetzt mal einkaufen. Ich bleibe 3 Tage hier. Meine Waden sind etwas hart nach 1500 Kilometer. Ich brauche mal eine kleine Pause, bevor ich den nächsten Angriff mache auf die 4000er. Ein 4000er habe ich ja schon hinter mir. Ja, glaube ich, einer war es bloß. Ja, dann wollen wir erstmal ein bisschen Pause machen hier. Es ist Sonntagmorgen. Und die singen hier schon wieder Vorwärts und nicht vergessen. In Thälmann hat auch gesessen. Für solche Aufzüge scheinen sie in Peru was übrig zu haben. Weiß nicht, ob die das jeden Sonntag machen, aber. Naja, das ist die Plaza de Armas von Huaraz. Ich muss erstmal eine Bank suchen.
Fahrradwäsche 50 Cent. Kiste sieht aber auch richtig dreckig aus. So, das ist mein heutiges Abendessen. Dafür brauche ich bloß 20 Meter laufen. Einmal zum Laden, der ist an der Ecke. Und genau gegenüber hier von der Hospedaille sitzt so eine Mutti draußen und grillt Hühnchen. 4 Hühnchenspieße mit Kartoffeln, 1 Euro. Brötchen ist nicht der Rede wert. Und 1 Liter Bier, 1,25 Euro. Was will der Mensch mehr? Jetzt schlage ich mir erstmal den Bauch voll.